Jetzt. Oh, warte mal, der Sound ist zu laut. Hey Leute, ist mal wieder euer Dragonrun. Heute spielen ich und Dominik, wo zum ersten Mal Zombie spielt hier. Warte, ich muss kurz eine Soundleistung machen. Noch ein bisschen. Naja, nicht ganz zum ersten Mal. Ich habe schon eine Map gezockt vorher. Aber alleine. Der hat jetzt auch einen YouTube-Channel und das wird das erste Video, wo wir zusammen hier machen. Oder ist das erste Video, wo wir zusammen machen. Und er spielt es so, sag ich mal, zum fast ersten Mal richtig Custom-Zombie. World at War. Und mit ihm werden in Zukunft auch mehrere Gameplays kommen. Und sein YouTube-Channel wird ab sofort auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Da könnt ihr dann auch mal vorbeigucken. Ich mache einfach mal ein Lied rein. Oh, nicht das Lied. Ja, egal. Gamer. Nein, da war's. Das Lied doch nicht, oder? Weiß man's. Hast du das Teil schon dran gebaut? Das ja, ich hab's gefunden. Ah, ich perfekt. Perfekt. Nee, ich bin einfach irgendwo rumgelaufen und hab irgendwas aufgehoben. Okay, ich punch gleich mal. Boah, die Tastatur. Die Map ist ziemlich geil, ja. Und er spielt sozusagen ja zum ersten Mal richtig Custom Zombie, weil ich muss den Sound nochmal leise machen. So, ich sollte es besser sein. Okay. Ich muss bei mir den Sound auch leiser stellen. Ja, mach schnell, bevor die Zombies schnell werden. Hier gibt es ein Endgame von 15.000. Die Map habe ich schon mal gespielt. Schon öfters mal. Weil es einfach noch richtig geil ist. Und die Anfangswaffe, die Pistole, ist die stärkste Waffe. PPSH, wenn ihr die kauft, oder hier das Kiste bekommt bei der Map, die ist ziemlich beschissen. Gepuncht, das werden zu Steinschleudern, das werden dann zum schwächsten Waffen. Phil hat hier die Karte, Waffen, die stärksten Waffen zum schlechtesten Waffen gemacht. Richtig geil gemacht. Die Karte ist einer meiner auch Lieblingskarten, sag ich mal, ja. Und sobald ich das Geld für Endgame habe, machen wir es gleich, weil es wieder so lang gehen. Weil du willst ja nur kurz mal den Kanal und alles vorstellen. Ja, schon. Dominik, erzähl was bei deinem Kanal, was da kommen wird. Naja, ach, fuck, ich bin schon wieder auf T gekommen. Naja, jedenfalls, ich werde hauptsächlich Let's Plays über Custom Zombies machen und wahrscheinlich auch Happy Wheels, weil ich einfach finde, ja, ihr werdet jetzt lachen, Happy Wheels, aber ich finde einfach, das muss man einfach Let's Playen, weil es einfach zu geil ist und es eigentlich kaum welche machen und na, weil es mich einfach drauf bockt, lustet, nennt's wie ihr es wollt. Und wenn ich Let's Play, also ein Custom Zombies Let's Play, dann werde ich hauptsächlich mit Christian, also ein Dragonray, aufnehmen. Weil er der beste Zombie-Spieler ja, ist. Auf jeden Fall. Es gibt. Naja, jedenfalls, was ich eigentlich noch reinbringen wollte ins Video ist, wer von euch Interesse hat, Custom Zombies anzufangen oder schon Custom Zombies hat, kann sich einfach bei mir oder Christian melden. Auf YouTube wird, als Pan. Ja, würde uns ziemlich freuen, weil wir suchen immer Spieler. Wir haben zwar schon ein paar gefunden, aber ein paar sind nicht genug. Wir wollen mehr, viel mehr, viel, 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 viel mehr. Am besten ganz Deutschland. 80 Millionen. Ey, kostet Punch nur 2500 und... Ja, Custom Zombie. Richtig geiles Spiel. Ich wollte noch irgendwas sagen. Irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich doch vergessen. Wo bleibt Jagger eigentlich? Jetzt kann ich wieder mit der anderen Waffe spielen. Mit der Pistol, mit der wo nicht gepuncht ist. Okay, nachdem wir Endgame gekauft haben, müssen wir noch 200 irgendwas Sekunden überleben. Hoffentlich kommt es erstmal Chaka. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit der anderen Pistole, weil ich brauche unbedingt Geld. Ich auch. Ich mache nochmal Musik an.
Okay, so läufst du im Kreis und ich stelle mich hinten in die Ecke, ich bin tot. Nicht. Ich bleib hinten mal in der Ecke stehen, dann läufst du hier die ganze Zeit runter, ich schieß rein, dann kann ich Endgame kaufen. Wie viel kostet Chugger? 2,5. Weißt du doch. Ja, normal. Ja, ich. Es gibt auch Maps da, wo es nicht so teuer ist. Ja, ja. Es gibt auch Maps, da kostet Chugger 3500. Und wir werden demnächst auch mal dann zu viert oder dritt spielen. Wenn wir noch ein paar Spieler finden, die auch regelmäßig mit uns aufnehmen wollen. Das wäre echt geil. Und ja. Bevor ich Endgame kaufe, tue ich mir erstmal hier. Oh, guck mal, wie die Perks geil aussehen. Kaufe ich mir erstmal hier ein paar Perks. Ich gehe mal in die Kiste. Da gibt es auch richtig viele geile Waffen. Da können wir schon mal jede Waffe punchen. Die sind alle geil. Oh, die STG, nice. Ich bräuchte noch Speed Cola irgendwie. Oh, gerade kommt Speed Cola, perfekt. Jetzt spare ich auf Endgame. Custom Zombie macht auch richtig viel Spaß. Besser ja, als normales Zombie. Ja, also Leute, Zombie Zocker auf der Xbox. Schmeißt, oder PS3. Ja, oder PS3, schmeißt die Xbox oder die PS. Oder die PlayStation in die Ecke, vergesst die Konsole, verschenkt sie, werft sie in den Müll oder keiner verbrennt sie, scheiß drauf und verbrennt sie. Ja, das ist das Beste. Holt euch Custom Zombies, holt euch einen ordentlichen PC. Ich habe jetzt zwar noch nicht so einen guten PC, deswegen laggt es auch ab und zu ein bisschen. Das ist zum Beispiel gerade extrem. Aber jedenfalls holt euch Custom Zombies 10 Euro und. Ey, 10 Euro, Mann, und ihr habt. Hunderte von Maps. Ja, das ist. Und wirklich. Damit kann ich jetzt Punkte machen. Für jeden wirklich was dabei. Also kleine Karten, mittlere Karten, große Karten mit Easter Egg, alle drum und dran. Das sind sogar eigentlich. Die meisten sind besser, als sie Treyarch jemals machen könnte. Da merkt man wirklich noch, wie sich manche Leute auch noch Mühe geben und nicht irgendwie. Einfach irgendwas zusammenklatschen und dann als Zombie-Karte ausgeben. Ey, die PPSA zum Beweis, dass mal alle dann sehen nachher, wie scheiße die gepuncht ist. Die wird nämlich zur Steinschleuder, heißt sie dann. Und dann kann ich es mal zeigen, wie scheiße es schwach die ist. Das ist eigentlich eines der besten Waffen, halt, der die stärksten Waffen zu den schwächsten Waffen gemacht, ey. Gepuncht halt. Richtig geil sowas, Mann. Solche Ideen, man, das ist einfach nur richtig geil. Und ja, wir werden in Zukunft nur noch zusammen halt aufnehmen, noch mit anderen halt. Und da werden halt hauptsächlich noch Custom Zombie Gameplays kommen. Und ja. Warte, ich mache jetzt kurz das Geld für Ding. Max Ammo wäre mal geil. Kannst du kurz ansammeln, dann kann ich reinschießen und Punkte machen, dann kann ich die Endgame kaufen. Money. Perfekt. Sammelst du an? Schieß ja. Dann schieße ich bei dir rein. Ja, ja, super. Bin tot. Der Zombie ist vor mir runtergefallen. Ja, ich bin auch fast gerade. Scheiße. Oh, ich bin knallerot, Mann. Junge, Junge, Mann, ich bin knallerot fast gewesen. Hol mich nicht, hol mich nicht. Vergiss es. Doch, jetzt kann ich dich holen. Nein! Scheiß drauf. Ich spawn ja gleich wieder. Wie lange dauert's? 15 Sekunden. Hatten wir das Lied schon? Warte mal. Ich höre keine Musik, Mann. Ich muss kurz Soundeinstellungen machen. Ich hab sowieso so leise gestellt. Ich will keinen Stress mit der GEMA oder so haben.
kriegst du keinen Stress, Mann. Oh, komm, ein bisschen noch. Jetzt, perfekt. Ich punche gleich mal die Steinschleuder. Die PPSA, Mann. Oder ich geh nochmal in die Kiste. Kann ich an die Kiste, bringt Geld. Es geht schief, Mann. Ich liebe diese Karte, Mann. Die ist einfach nur geil. Ist eine Fun-Map. Aber sie ist echt gut gemacht. Oh, FG 42. Und in Zukunft werden wir richtig viele geile Karten jetzt playen, Mann. Hast du schon Jugger? Ja, habe ich. Sobald ich einen besseren PC habe, gehen auch größere Karten, weil ich habe halt momentan nicht einen etwas älteren PC. Ein Laptop mit 1 GB RAM, Leute. Gebt euch das mal. Ja, und deswegen, ich kann halt hauptsächlich nur ein bisschen kleinere Karten spielen. Und, naja. Schon wieder leer geschossen. Aber ich werde mir dann bald einen neuen PC holen. Und dann läuft die Sache. Schon wieder STK. Punch ich dann gleich mal. Oh, die rennen ja schon richtig. Schon wieder Money. Was machst du? Oh, Junge. Fuck. Zombies must die, Mann. Richtig geil. Wenn jetzt noch kurz davor sterben, ey. Okay, ich punch jetzt mal. Stirb nicht, Mann. Nein, nein. Geh weg, geh weg. Meine SDG, Mann. Oh mein Gott. Gott sei Dank ist Chugger fix. Ja, natürlich. Aber die SDG ist gar nicht so schwach jetzt. Ich hab's irgendwie das Gefühl, ist gar nicht stärker geworden. Nein, nein, ich werde sterben. Ja. Komm, noch 70 Sekunden, Mann. Ich bin in der Ecke festgegangen. Scheiße. Scheiße, Mann, schaffen wir es, Endgame, schaffen wir es. Ja, sicher. Insta-Kill. Beschütz, 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 beschütz. Lebst komm, du? Hast du gelebt? Nein, nein. Ich hab doch belebt. Ja, das war bei mir vorhin auch mal so. Bei dir, wie ich es bei dir gemacht habe. Oh. Haben wir gleich geschafft, Mann. Ich geh nochmal in die Kiste. Basishalber. Trench Gun. Schaff's noch, die zu punchen? Ja, Mann, ich kann gleich punchen. Jetzt. Trench Gun gepuncht. Achtung. Oh, 3 Schuss. Die Trench Gun ist übel gut, Mann. Ich werde sterben. Dann stirb halt. Alter, Trench Gun ist sau geil, Mann. Wir haben es geschafft, Mann. Ja, Mann, richtig geil. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen fürs Erste und so. Und ich habe mein Geld wieder zurückbekommen. 36.000 Punkte. Geil. Egal. Ich werde nur mit 30 FPS aufnehmen, kann ich auch gleich mal sagen. Ich habe schon mal mehr aufgenommen. Aber, das sind die Dateien zu groß, wenn ich 1,5 Stunden aufnehme, werden es dann über 80 GB. Die Dateien sind einfach dann zu groß, deswegen nehme ich schon mit 30 FPS auf. Aber diesen Unterschied merkt man gar nicht, deswegen, egal. Bis nächstes Mal, haut rein, Leute. Ciao. Oh, ciao.